das Brodeln. Und wir sind richtig stolz, wieder so viele von euch herzlich willkommen zu heißen. Und nun, liebe Freunde, ihr habt alle Fahnen. Ich möchte jetzt alle Fahnen sehen, denn wir haben nun die Ehre, jenes Team zu begrüßen, das Österreich wieder auf Kurs bringen wird, das Österreich nachhaltig zum Besseren verändern wird und dessen Herz rot-weiß-rot schlägt. Ein herzliches Willkommen an unseren Vizekanzler und Bundesparteiobmann Hartwig Schranke sowie sein gesamtes Regierungsteam und die Spitzen der Freiheitlichen Partei Österreich. Thank you.
um Fotos zu machen, Interviews zu machen. Oder wie auch immer. Nur unerbittlichen Kämpfer gegen Korruption und Verfechter von Transparenz. Ein scharfer Verstand und eine spitze Zunge zeichnet seine Reden aus. Und zur offiziellen Eröffnung des diesjährigen Neujahrstreffens heißen wir ihn herzlich willkommen, den niederösterreichischen Landesparteiobmann und Clubobmann des Freiheitlichen Parlamentsclubs, unser Mr. Untersuchungsausschuss, Dr. Walter Rosenkranz. Liebe Landsleute, wir sind eine große Familie, so heißt ein Lied, das wir sehr gerne bei Wahlveranstaltungen, vor allem bei den Feiern nach Wahlsiegen singen. Ja, und wir sind eine große Familie, diese Familie, Freiheitliche Partei Österreichs, die soziale Heimatpartei. Und bei so einer Familie, da gehört es dazu, dass man sich aller Familienmitglieder besinnt und die entsprechend auch heute ins Licht drückt. Neben unseren vielen Vorfeldorganisationen und befreundeten Organisationen, die auch draußen mit ihren Ständen für sich und ihre Tätigkeiten geworben haben, darf ich zuerst meinen Gruß an die entbieten, die diese Partei durch Jahrzehnte durch aufgebaut und getragen haben. Und stellvertretend für diese begrüße ich den Ehrenobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs, Hilmar Kabas, und den Ehrenobmann der FPÖ Niederösterreich, Harald Hofner, Bundesminister Auswärtigen Dienst. Dass wir heute, so wie auch immer, in gewohnter Weise solche Großveranstaltungen machen können und dass das so reibungslos funktioniert. Ich gehe nicht ganz protokollarisch heute vor. Aber zu diesem wichtigen Jahr 2018, wo wir als Freiheitliche Familie so besonders stolz hineingehen können, möchte ich die als Erste begrüßen, die als fleißige Arbeitsbienen tagtäglich für unsere Partei arbeiten. Damit meine ich einmal die Mitarbeiter in unseren Landesgeschäftsstellen, und stellvertretend dafür möchte ich einmal meinen niederösterreichischen Landesgeschäftsführer Andreas Spanring begrüßen. Für alle Landesgeschäftsstellen, die es bei uns gibt, sehr oft unbedankt, weil die kriegen als Erste immer das Fett ab, wenn was nicht funktioniert, auch wenn sie es nicht verschulden. Da kann eine Landespartei auch mal die Arme schuld sein. Und speziell natürlich alte Kampfmaschine, Bundesgeschäftsführer Hans Weichselbaum, und ihm zur Seite unseren zweiten Bundesgeschäftsführer, den wir brauchen, speziell für die Kommunikation, Joachim Stampfer. Herzlich willkommen. So. Und jetzt komme ich zu den Teilen dieser freiheitlichen Familie, die aus allen Bundesländern zu uns gekommen sind. Da gibt es zunächst die Bundesländer, die das Jahr 2018 ein bisschen entspannter angehen können. Die haben ihre erfolgreiche Wahlrunde schon hinter sich. Ich begrüße aus dem Burgenland unsere Freunde unter Führung von Landesparteiobmann, Landeshauptmann, Stellvertreter Hans Tschürz. Ich begrüße die Wiener Freunde, angeführt, und ich begrüße in dieser Funktion meinen Kollegen im Club, aber in dieser Funktion ganz neu und protokollarisch nicht ganz richtig, weil der Landesparteiobmann wäre ja da, aber an der Spitze der Wiener begrüße ich heute meinen geschäftsführenden Landesparteiobmann, Joshi Johann Gudenus. Für unsere steirischen Freunde, die, ich glaube, mit über 500 in den Bussen es über den Semmering zu uns nach Niederösterreich gemacht haben. Manche wissen schon, wer da jetzt kommt. Was brauche ich da noch reden? Ich begrüße, auch protokollarisch vielleicht nicht ganz richtig, ich sage jetzt einfach unseren Super Mario, Mario Kunasek. Ohne Hand.
unsere oberösterreichischen Freunde an der Spitze mit Landesrat Elmar Bodorschek. Was ist da los? Wo ist der Mandy Heimbuchner? Ich kann es euch verraten. Der wartet jede Stunde darauf, dass seine Frau Annette ein gutes, gesundes Kind zur Welt bringt. Und es ist schön zu erleben, dass es auch im politischen Alltag auch andere, vielleicht noch ein bisschen wichtigere Momente geben kann, wo auch einmal die Politik ein bisschen nach hinten gestellt wird. Lieber Mandy, von hier aus dir und deiner Frau alles Gute für diese nächsten Stunden und wir freuen uns, dass Mutter und Kind sicher gesund sein werden. Jetzt kommt ein großer Sprung ganz in den Westen nach Vorarlberg. Ich begrüße die Vorarlberger Freunde unter Führung vom Obmann des Landesverteidigungsausschusses, Landesparteiobmann Eugen Bösch. So, das waren jetzt die fünf aus der ersten Reihe fußfrei im Jahr 2018. Jetzt fange ich bei den Ländern an, die noch den längeren Anlauf haben. Und ich komme zu Salzburg. Salzburg, ich begrüße an der Spitze und gratuliere auch jetzt dazu unsere frisch mitgebackene Generalsekretärin Marlene Swatzek, Landesparteiobfrau der Salzburger. Liebe Marlene, du hast wirklich das Glück, dass du in Salzburg einen Landeshauptmann hast, der auch von Türkis noch nicht viel Ahnung hat, sondern im schwarzen Denken verharrt und da kannst du ihm die richtige Kante zeigen. Alles Gute. Ich komme nach Kärnten. Unsere Kärntner Freunde, die mit Gernot Dahmann an der Spitze eines schaffen müssen, und wir haben ja ein Bedenkjahr, ein Gedenkjahr, ja, 2018. Vor genau 100 Jahren, 1918, hat in Österreich ein Kaiser abgedankt. Es ist notwendig, dass dieser Kaiser 100 Jahre später auch in Kärnten abdankt. Liebe Kärntner Freunde, alles Gute für eure Wahlbewegung. So, jetzt wird es dann schon ein bisschen noch näher. Ich komme zu den Freunden aus Tirol. Unter der Anführung unseres Landesparteiobmanns Markus Abwärtsker. Auch weiter so, wo es eine ÖVP mit einem Landeshauptmann Platter gibt, der lieber auf die grüne Karte setzt. Naja, was einem das bringen wird. Lieber Markus, schau drauf, dass die schwarzen Männer schön in der Hofkirche bleiben am Wahltag. Gell? Und jetzt kommen wir zu dem, was mir natürlich am nächsten liegt, zu meinem Heimatbundesland Niederösterreich. Und ich sehe da vorne meine ganze Abordnung, meine Stellvertreter, Edith Mühlberg-Huber, Christian Lausch, Christian Höbert, Gottfried Waldheisel, Landesparteisekretär, Christian Hafenecker, alle, die darauf brennen, dass in diesem Niederösterreich, wo wir 2013 die rote Karte unter den Freiheitlichen, die rote Laterne unter den Freiheitlichen Listen bekommen haben, das Schlusslicht von den Wahlergebnissen und das Ganze nicht ganz unverschuldet. Denn eines möchte ich euch zu Beginn dieses Jahres schon auch sagen. Immer dort, wo die Freiheitliche Partei zusammengestanden ist und kein Löschblatt zwischen uns war, dort war auch der Erfolg. Und das hat leider Gottes in Niederösterreich 2013 so nicht funktioniert. Aber heuer wird es funktionieren und ich glaube, eines ist sehr wesentlich, dass wir einen Spitzenkandidaten haben. Wenn man ein Land richtig bearbeiten will, wenn man etwas abbauen möchte, wenn man etwas umbauen möchte, wenn man etwas aufbauen möchte, und das Ganze in einem Land, dann gibt es einen, der das kann, das ist ein Landbauer. Lieber Udo, du kommst nach mir auf die Bühne, jetzt schon von hier. Alles Gute für deinen Endspurt, das war ein perfekter Wahlkampf, den du bis jetzt gemacht hast. Und ich bin überzeugt davon, dass du uns zu einem historisch besten Ergebnis in Niederösterreich führen wirst. Und
die absolute Mehrheit der ÖVP in diesem Land auch brechen wird. Weil es wird Zeit, dass dieses Kernland, der auch noch nicht ganz türkis gefärbt liegt, endlich einmal merkt, dass nicht einmal der Asphalt schwärzer sein muss als sonst wo in Österreich. Da hoffe ich auch ein bisschen auf den Norbert Hofer bei der Asphaltverordnung vielleicht oder so. Es muss nicht ganz so schwarz werden wie in Niederösterreich der Asphalt. Ein Bundesland, habe ich zuerst schon erwähnt, es ist das Bundesland Tirol. Aus freiheitlicher Sicht gibt es aber auch ein Tirol nicht nur nördlich, sondern auch südlich des Brenners. Und da darf ich unsere befreundeten Parteien begrüßen und ihre Vertreter von der Südtiroler Freiheit, Landtagsabgeordneten Sven Knoll, und von den Freiheitlichen in Südtirol, Herrn Landtagsabgeordneten Hannes Zinger. Jetzt wird es in den 10 Minuten, ich habe es sehr schwer, wenn ich alle Repräsentanten, insbesondere in den Landesregierungen und gesetzgebenden Körperschaften, begrüße. Stellvertretend für alle Abgeordneten auf allen Ebenen möchte ich einen begrüßen, da tue ich mir besonders leicht, weil der hat nämlich eine Doppelfunktion. Er ist nicht nur der Leiter der EU-Delegation, sondern er ist auch unser Generalsekretär Harald Wilimski. Herzlich willkommen für den Namen aller Abgeordneten. So, und jetzt ist es mir natürlich eine ganz besondere Freude, 2018 zu Beginn dieses Jahres, nach dem Jahr 2005, wiederum freiheitliche Regierungsmitglieder einer österreichischen Bundesregierung begrüßen zu dürfen. Und ich beginne dabei bei unseren Frauen, bei Beate Hartinger und Karin Kneißl im Arbeits-, Sozial- und Gesundheitsressort und aus dem Außenamt. Herzlich willkommen in Niederösterreich. Liebe Karin Kneißl, aufgrund deines Wohnsitzes weiß ich, dass du unsere niederösterreichische Wahlbewegung sogar ganz direkt unterstützen kannst. Ja, allein bei diesen beiden sieht man eigentlich, wo es um Gesundheit geht, soziale Sicherheit, aber auch die Sicherheit mit Nachbarstaaten international. Sicherheit spielt eine wahnsinnige Rolle bei allen 6 Regierungsmitgliedern, die wir stellen, ja sogar beim Staatssekretär. Diese ersten Beispiele, Gesundheit, soziale Sicherheit und auch die Sicherheit des Weltfriedens, wo wir, oder Bruno Kreisky, quasi eine Freude hätte mit Karin Kneißl. Wir gehen weiter mit den Sicherheitsthemen. Da fange ich jetzt auch ein bisschen außerhalb des Protokolls mit einem an, der nicht Minister ist, als Staatssekretär. Ein Geburtstagskind von heute. Hubert Fuchs. Manche kennen ihn auch schon, vor allem bei den Koalitionsverhandlungen im Steuerrecht, als der schlaue Fuchs. Und da kann ich euch auch eines versprechen von dieser Stelle. Einen besseren Experten im Steuerrecht gibt es in Österreich nicht. Und er wird drauf schauen, das ist auch ein Aspekt der Sicherheit, dass diejenigen, die in Österreich etwas leisten und arbeiten, dass denen auch mehr Geld im Börsel drinnen bleibt. Das ist auch eine Sicherheit, die ich hier ansprechen möchte. Und es wird jetzt immer sicherer. Wir haben zuerst schon nur ganz flapsig als unseren Super Mario bezeichnet, aber jetzt muss ich es natürlich richtig machen. Ich begrüße den Bundesminister für Landesverteidigung, Mario Kunasek. Seine ersten Projekte von der Rekrutenschule begonnen bis hin zur Aufwertung der Miliz, was alles kommen wird. Wir sind am richtigen Weg, dass wir diese tragende Säule der Republik Österreich, nämlich die Landesverteidigung, nicht als stiefmütterlich behandeln, so wie es davor die Minister gemacht haben. Da geht es eindeutig mit diesem verfassungsmäßigen Auftrag auch bergauf. Der nächste Sicherheitsminister, der nur, glaube ich, wie du gestern gesagt hast, die Sprachpolizei nicht ganz auf seiner Seite noch weiß. Unser Innenminister Herbert Kickl. Ich kann dir eines sagen, das, was ich auf der Straße höre, Herbert, das, was du alle 2 Tage an Projekten bringst, es ist
ist genau das, was unsere Landsleute von einem freiheitlichen Innenminister erwarten. Genau diese Erwartungslage triffst du und genau deswegen werden wir auch weiterhin gewählt werden. Sicherheit auf Straße, auf Schiene. Dafür haben wir einen Exzellenzwahlkämpfer, der das jetzt mittlerweile schon ein paar Monate, wenn nicht sogar so Jahre durchgetragen hat. Wir begrüßen unseren Infrastrukturminister Norbert Hofer. Lieber Norbert, wenn du auch bei deinem Projekt so weitermachst, denke da zum Beispiel an die Frage, nur an die Frage, ob es möglich ist, auch schneller fahren zu können auf Österreichs Autobahnen, dann glaube ich, soll man beim Innenminister vielleicht sogar lieber nur die Strafzettel in Zukunft. Das müsste sich dann ein bisschen ausmachen. Ja, ihr habt es alle richtig bemerkt, ich habe einen ausgespart, einer fehlt noch. Ihr braucht es jetzt, keine Sorge, ihr habt nicht vergessen, ihr braucht es mir auch nicht zurufen. Aber einen möchte ich ganz besonders begrüßen. Ich habe zuerst gesagt, dieses Lied, wir sind eine große Familie. Es gibt auch ein zweites Lied, das hat so den Text im Refrain. Dieser Weg wird kein leichter sein, steinig und schwer. Das hat derjenige im Jahr 2005 ganz genau gewusst, wie dieses Lied funktioniert. Und er hat einen steinigen Weg beschritten mit viel Arbeit, um unsere freiheitliche Gesinnungsgemeinschaft aus dem absoluten Niedergang wie ein Phönix aus der Asche heute zu diesen Neujahrstreffen zu führen. Er hat viel Arbeit auf sich genommen und wenn ihr glaubt, dass dieser Weg jetzt nicht mehr steinig und schwer wäre, dann täuscht ihr euch. Unser Bundesparteiobmann hat sich im Gegenteil noch viel mehr Arbeit und Verantwortung aufgehalst, aber er weiß, wofür er es tut. Und daher begrüße ich jetzt den Bundesparteiobmann der Freiheitlichen Partei Österreichs, auch Landesparteiobmann aus Wien, den Vizekanzler der Republik Österreich, Heinz-Christian Strache. Willkommen in Niederösterreich! Ist es nicht nur wie bei unserem Heinz-Christian notwendig, dass die Menschen dieses Landes, und ihr dokumentiert es auch, so hinter ihm stehen, ja, und ihn auch lieben. Es bedarf dazu im Privaten auch besonderer Kraft. Und stellvertretend für alle Politiker, Partnerinnen und Partner, für die Familien, ich sehe auch die Verena Hofer hier zum Beispiel, aber stellvertretend für alle, möchte ich jetzt seine Frau Philippa begrüßen und ihm weiterhin so viel Glück wünschen und so viel Kraft aus seiner Familie, nicht nur von seiner lieben Frau Philippa, sondern auch von seinen Kindern Heidi und Tristan. Das braucht man absolut, um so bestehen zu können. Dir, Philippa, stellvertretend für alle, die so viele Entbehrungen in zeitlicher Hinsicht vor allem haben müssen. Für euch alle alles Gute und den Dank, dass ihr diese kostbaren Leihgaben an die Partei hergibt. Lieber Heinz, ich möchte dir mal persönlich dafür danken, dass du mir dieses Vertrauen geschenkt hast, dass ich in eigentlich deine Rolle jetzt einnehme. Es ist eine große Ehre und ich möchte sie bestmöglich mit Yoshi Gudenus an der Seite auch erfüllen im Nationalratsclub. Und eine persönliche Bitte habe ich auch für dieses Projekt Freiheitliche Bundesregierung. In der Vergangenheit waren diese Projekte sehr oft nach relativ kurzer Zeit vorbei. Lieber Heinz, ich wünsche mir eines, dass ich als einer der reiferen Abgeordneten während meiner aktiven Zeit nicht mehr die Oppositionsbank drücken muss, sondern noch sehr oft auf der und lange auf einer Regierungsbank im Parlament sitzen kann. Heinz, Glück auch dafür, für diese große Arbeit, nicht zum Selbstzweck. Für den Heinz oder für mich oder für euch, die jetzt hier seid.
oder für die Partei. Es geht um nichts weniger als unsere rot-weiß-rote Heimat und unsere Landsleute. Das ist unser Auftrag. Verantwortungsvolle Politik beginnt für mich immer mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Vor vielen, vielen Entwicklungen gewahrt und wurden dafür jahrelang verspottet und bekämpft. Ich bin froh, dass wir Freiheitliche nie eingeknickt sind, dass wir beharrlich geblieben sind und uns bereit dafür gehalten haben, jetzt eine positive Veränderung möglich zu machen. Absolute Mehrheit der ÖVP am 28. Jänner bei den Landtagswahlen zu brechen. Und, lieber Heini, mit einem starken Team und einer höchst motivierten jungen Spitze sind die Weichen für den 28. Jänner optimal gestellt. Begrüßen wir nun gemeinsam den niederösterreichischen Spitzenkandidaten und Landtagsabgeordneten Udo Landbauer. Liebe Freunde, vielen, vielen Dank für diese Kulisse. Das kann leider nicht jeder sehen, aber wenn man hier oben steht und in den Saal blickt und diese Massen sieht, diese Begeisterung sieht, dann gibt das Freude und Kraft, nicht nur für uns Niederösterreicher, die wir am 28. Jänner unsere Schlacht aller Schlachten schlagen müssen. Ich sage danke, dass ihr alle hier seid, herzlich willkommen und schön, dass ihr euch die Zeit auch nehmt. Liebe Freunde, wir haben am 28. Jänner, wie wir es schon gehört haben, eine entscheidende Wahl zu schlagen. Und ich bin, wie es der Walter Rosenkranz vorhin gesagt hat, ja relativ kurzfristig zum Handkuss gekommen, aber besser gesagt habe ich kurzfristig diese Ehre bekommen, diese freiheitliche Partei in Niederösterreich in diese Wahlschlacht zu führen. Eine Wahlschlacht, die für uns von enormer Bedeutung ist, nicht nur weil es die erste Wahl nach zustande kommen der neuen Bundesregierung ist. Nach einer freiheitlichen Beteiligung auf Bundesebene, wo wir gesehen haben und jetzt aktuell sehen, was alles möglich ist, wenn Freiheitliche regieren und was alles möglich ist, wenn Freiheitliche den Ton angeben und die Politik vorgeben. Und genau das wollen wir auch nach dem 28. Jänner in Niederösterreich schaffen. Und dieser 28. Jänner wird der Tag sein, an dem wir eine absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen haben. Und mit dieser absoluten Mehrheit, die wir zu brechen haben, bin ich auch schon beim ersten Wahlziel. Es ist das letzte Bundesland, was ich eine schwarze Riege noch mit einer 100%igen Vertretungsbefugnis ausgestattet fühlen. Und das wollen wir brechen, weil es einfach um die Landsleute geht. Weil es Themen gibt in diesem Land, weil es Bereiche gibt, die in die völlig falsche Richtung laufen. Und darauf werde ich nachher noch kurz eingehen. Aber um eines auch hier klipp und klar zu sagen, weil diese Frage regelmäßig kommt,
auf Bundesebene regiert die FPÖ mit der ÖVP gemeinsam. Wie verhält sich das mit Niederösterreich? Liebe Freunde, ich kann euch sagen, da gibt es kein Problem in keinster Weise. Denn diese ÖVP Niederösterreich hat das Schwarzsein erfunden. Da ist von Türkis keine Spur. Diese Schwarzen in Niederösterreich, die werfen sogar noch im finsteren Schatten. Und das müssen wir aufzeigen und das gehört auch am 28. Jänner bekämpft. Da ist kein Reformwille vorhanden. Da ist kein Reformwille vorhanden, da will man die Politik der letzten Jahre 1:1 weiterschreiben. Und wenn ich hier die aktuelle Landeshauptfrau Mikl Leitner, keine Sorge, nur ganz kurz erwähnen werde, dann ist sie nicht nur als Landeshauptfrau unauffällig, dann ist sie nicht nur als Landeshauptfrau in dieser Art und Weise aufgefallen, dass sie nämlich seit ihrer Angelobung nichts gemacht hat, nichts umgesetzt hat und einfach nur bewiesen hat, dass sie die Schuhe ihres Vorgängers definitiv zu groß sind. Sondern sie hat doch eines für uns Niederösterreicher mitgebracht, nämlich ihre Erbschuld aus dem Jahr 2015. Als sie als Innenministerin dafür verantwortlich war, dass die Massenzuwanderung in dieser Art und Weise stattgefunden hat, dass unsere Grenzen überflutet wurden, überrannt wurden und wir die Zustände, die wir heute hier vorfinden, ihr zu verdanken haben, ist etwas, das wir an jedem Tag bis zum 28. Jänner betonen werden. Denn es ist ihre Schuld, dass wir diese Zustände im Sicherheitsbereich heute vorfinden. Es ist ihre Schuld, dass die Kriminalität in dieser Art und Weise nach oben geschwellt ist. Und es ist ihre Schuld, dass wir heute mit diesen Auswirkungen dieser Massenzuwanderung zu kämpfen haben. Aber liebe Freunde, es gibt noch viele andere Bereiche, die wir ganz bewusst aufzeigen müssen. In Niederösterreich ist es auch der Gesundheitsbereich, der den Landsleuten unter den Fingernägeln brennt. Wir haben sowohl im städtischen Bereich wie auch im ländlichen Bereich enorme Probleme. Wenn wir im städtischen Bereich die Krankenhäuser ansehen, dann sehen wir, dass wir von Jahr zu Jahr mehr Geld dafür ausgeben, mehr Steuergeld ins Gesundheitswesen investieren, aber die Landsleute immer weniger rausbekommen. Wenn wir es ansehen, wie die ÖVP in Niederösterreich einfach die Grundversorgung unserer Landsleute aufs Spiel setzt, indem man einfach Stationen Land auf, Land ab schließt. Man schließt im Waldviertel eine Geburtenstation, ohne mit der Wimper zu zucken. Einsparungsgründe. Man nimmt in Kauf, dass Mütter bei Geburten enorm weite Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen und damit auch gefährdet werden. Man dünnt das gesamte Spitalswesen im ganzen Land aus und gibt von Jahr zu Jahr mehr Geld aus. Aber wenn wir hier auch im Bezirk Mödling sind, eines der treffendsten Beispiele, Landesklinikum Baden-Mödling. Da werden Unsummen an Steuergeldern für Neubauten ausgegeben und dann brauchst du, um ins Krankenhaus zu gehen, eine Schwimmweste, weil es dort regelmäßig unter Wasser steht oder der Pilzbefall mitkommt. Aber auch in dem Fall sieht man sehr gut, wie die Grundversorgung einfach weggestrichen wird und nicht mehr überall vorhanden ist. Wenn du den Baden am Herzinfarkt hast, kannst du froh sein, wenn du es noch bis Mödling schaffst oder mit viel Weg sogar nach Neustadt fahren musst. Und das ist etwas, das kann nicht sein. Da verlangen wir, dass, wenn wir schon so viel Geld ausgeben, dieses Geld auch bei den Landsleuten ankommt, dass eine allgemeine Grundversorgung auch in jedem Krankenhaus vorhanden sein muss und es nicht sein kann, dass man hier Schwerpunkte setzt und dann nicht überall versorgt ist. Aber es ist nicht besser im ländlichen Raum, wenn wir uns ansehen, dass Landärzte sterben. In einer Landgemeinde ist es längst nichts Unübliches mehr, keinen Hausarzt mehr zu finden. Es hat viele Gründe. Es hat sehr viele Gründe. Von der Hausapotheke bis zu einer völlig fehlgeleiteten Ärzteausbildung. Aber auch hier
wurde jahrelang zugeschaut. Jahrelang ist nichts gemacht worden. Jahrelang hat man völlig ignoriert, dass die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum einfach nicht mehr so vorhanden ist, wie wir es die meisten von hier noch aus der Vergangenheit kennen. Jahrelang wurde nichts gemacht und siehe da, 3 Wochen vor einer Wahl hat man plötzlich die Lösung parat. 3 Wochen vor einer Wahl hat man unter anderem für diesen Bereich die Lösungen parat. Liebe Freunde, nicht nur, dass die Lösungen, die hierfür vorgeschlagen würden, völlig falsch sind und nicht umsetzbar sind. Wir sehen das ja in vielen Bereichen. Immer wieder vor Wahlen kommen die Versprechen und wird uns gesagt, dass hier endlich Verbesserung kommt. Das ist eine unehrliche Politik. Man kann sagen, am Abend wird der Faule fleißig, aber falsch ist er trotzdem. Es kann nicht sein, dass ich vor Wahlen verspreche und dann die Leute von Jahr zu Jahr, von Wahl zu Wahl aufs Neue enttäusche, weil nachher nichts passiert. Da sind wir für einen anderen Weg. Und das Gleiche trifft es in einem Bereich, den ich auch ansprechen werde und der für uns einen ganz, ganz großen Schwerpunkt darstellt in dieser Wahlbewegung. Das Thema Wohnen. Und liebe Freunde, ihr alle kennt das Schlagwort leistbares Wohnen. Ein Schlagwort, das von ÖVP und SPÖ seit vielen, vielen Jahren auch überraschenderweise immer vor Wahlen aufs Neue gebracht wird. Und von Jahr zu Jahr erleben wir aufs Neue, dass sich nichts ändert, dass die Mieten nach oben schnellen, dass die Kaufpreise auch beim Eigentum nach oben steigen und sich die Landsleute das Wohnen bald nicht mehr leisten können, weil sie die Hälfte bis 2/3 ihres Einkommens für Wohnkosten ausgeben müssen. Und da sagen wir, da ist ganz klar das Land gefordert, diese Hebel in Bewegung zu setzen, die vorhanden sind. Denn auch in Niederösterreich glaubt man teilweise, dass man in Kitzbühel oder in Sölden wohnt, wenn man sich ansieht, was man oft zu bezahlen hat. Und da haben wir die ganz klaren Lösungsansätze, wie es machbar ist. Und das ist keine Zauberei, das ist alles möglich. Ich kann auch beim Wohnen es erreichen, dass die Mieten wirklich wieder leistbar werden. Und liebe Freunde, wenn man sich die Wahlbewegung ansieht in Niederösterreich, dann sieht man, dass es eigentlich sehr ruhig verlaufen ist. Es will von ÖVP-Seite niemand wirklich andecken und der eine Konkurrent, den ich nur in einem Nebensatz kurz erwähnen möchte, macht sich eigentlich nur selbst lächerlich. Und da sieht man, mit auffälligen Plakaten alleine wird man eine Wahl nicht gewinnen. Aber da eine Mahnung habe ich hier an dieser Adresse schon noch. Wenn sich ein Politiker, der will, dass die Politik wieder ernst genommen wird, der will, dass erkannt wird, dass die Politik notwendig ist, um die Ziele zu erreichen, die wir erreichen wollen, dann darf er sich nicht der Lächerlichkeit preisgeben. Dann darf er nicht eine Wahl damit gewinnen wollen, Grimassen zu ziehen und Schnurrbärte aufzubinden. Das ist keine verantwortungsvolle Politik. Dafür sind wir mit Sicherheit nicht zu haben. Liebe Freunde, in 2 Wochen ist es soweit. In genau 15 Tagen werden wir den Wahlgang erleben. Und ich habe gesagt, dass es mir das wesentlichste Ziel ist, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen, damit diese schwarze Partie zumindest irgendeinen Partner braucht, um Entscheidungen umzusetzen. Damit diese schwarze Partie zumindest irgendjemanden fragen muss. Und wenn Sie uns einladen sollten, zu reden, ob wir in Zukunft diejenigen sein sollen, die mitreden und mitentscheiden, dann sind wir bereit. Wenn wir es genauso erreichen, wie es unsere freiheitliche Regierungsmannschaft auf Bundesebene erreicht hat, unsere Umsätze, unsere Ansätze, unsere Punkte auch ordentlich und stark einzubringen. Aber natürlich ist es auch das Ziel, das beste Ergebnis von 16% aus dem Jahr 1998 einzufahren. Und natürlich, die Vorgabe wurde mir ja schon gemacht, den 2. Platz zu erreichen, das ist alles andere als die sprichwörtliche Gmade Wiesn. Aber es ist möglich und wenn wir uns die Umfrage anschauen, dann sehen wir, dass wir in einem Bereich sind, wo wir nicht mehr weit weg sind vom 2. Platz. Und wenn wir es gemeinsam schaffen, in den nächsten 2 Wochen jeden Tag über Arbeit zu leisten, jeden Tag zu zeigen, dass wir Freiheitliche die Lösungskompetenz haben und auch den Willen und die Kraft haben, diese Lösungen umzusetzen.
dann ist es möglich, dass wir am 28. Jänner ja auch dieses sensationelle Ergebnis einfahren und auch zweitstärkste Partei werden. Es ist nicht unmöglich und mit eurer Unterstützung können wir es schaffen. Ich freue mich auf einen gelungenen Wahlkampf und auf ein noch besseres Ergebnis am 28. Jänner. Vielen Dank für eure Unterstützung. Alles Gute und Glück auf. Und viel Erfolg am 28. Jänner bei den Landtagswahlen. Und nun, liebe Freunde, kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Tages. HC Strache Weiß, der den Menschen wieder den Glauben an Österreich, an ein besseres, ein gerechteres Österreich zurückgegeben hat. Die Österreicher haben wieder Hoffnung. Hoffnung in ihre Heimat, Hoffnung in HC Strache und Hoffnung in sein gesamtes Regierungsteam. Denn sie sind es, die sich ihrer Verantwortung verpflichtet fühlen und Österreich wieder auf Kurs bringen. Und sehen Sie jetzt noch vor der mit Spannung erwarteten Rede unseres Vizekanzlers das Neujahrsvideo 2018 der Freiheitlichen Partei Österreichs. Für den Mittelstand, das sind alle Arbeitnehmer, Angestellten und kleineren und mittleren Unternehmen, da ist niemand ausgenommen. Wir treten ein für eine nachhaltige Steuerentlastung und Verwaltungsreform in diesem Land. Wir wollen eine Entwicklung, wo letztlich allen Generationen Gerechtigkeit erfährt und wir natürlich im Sinne des Generationenvertrages eine Verantwortung haben gegenüber der älteren, der Aufbaugeneration, aber gegenüber den Jungen genauso, deren Zukunft man nicht verspielen darf. Neutralität, die wir erhalten wissen wollen. Wir wollen unsere österreichische Souveränität bewahren und wir wollen auch unsere österreichische Landesverteidigung erhalten wissen. Wir glauben als Freiheitliche an dieses Österreich. HC Strache hat die FPÖ 2017 zu einem großen Triumph geführt. Weiß, der die Menschen wieder ihren Glauben an ein besseres und gerechteres Österreich zurückgegeben hat. Die Menschen haben sich eine positive Veränderung gewünscht und diese mit einer freiheitlichen Regierungsbeteiligung auch bekommen. Die verlorenen Jahre unter Rot und Schwarz sind vorbei, die Bürger haben wieder Hoffnung. Hoffnung in HC Strache und sein Team für unser Österreich. Denn sie sind es, die sich den Menschen in ihren verantwortungsvollen Ämtern verpflichtet fühlen. Ich bin den Menschen mit dem Wort, weil ich Verkehrsteilnehmer nicht behindere und darauf achte, dass sie gut vorankommen. Auf der Straße, mit der Bahn und in der Luft. Das Steuerrecht muss einfacher und gerechter werden. Das haben wir den Steuerzahlern im Wahlkampf versprochen und das setzen wir jetzt um. Mir ist immer der Mensch ein Anliegen. Der Mensch als Patient, der Mensch als Versicherter, der Mensch als Pensionist, der Mensch als Arbeitsloser, egal in welchen Bereichen. Mir geht es um die Sicherheit Österreichs. Mir geht es um die Stärkung des Bundesheeres, der Miliz. Aber vor allen Dingen auch darum, dass sich Situationen wie 2015 an der Grenze zu Österreich nicht mehr wiederholen. Österreich verpflichtet den Menschen im Wald. Ich finde, das ist ein wunderbares Motto, das auch unsere Regierungsarbeit für dieses Land zusammenfasst. Für mich im Innenressort bedeutet das den ganz, ganz klaren Auftrag, die Sicherheit im Land zu erhöhen. Es geht darum, dass wir im Asylbereich dort nachschärfen, wo bisher die falschen Anreize gesetzt worden sind. Es geht darum, den Menschen zu dienen. Es geht darum, Fairness und soziale Gerechtigkeit auch im Land zu schaffen und für die Menschen Sorge zu tragen, dass sie eine bessere Zukunft auch sichergestellt bekommen. Und mit all diesen Verantwortlichkeiten werden wir auch sehr, sehr verantwortungsbewusst und in Demut in den kommenden Jahren dafür Sorge tragen, ein rotes Zukunftsprojekt auch so in Umsetzung zu bringen, dass die Menschen auch in Zukunft stolz auf ihr Land und auf die Errungenschaften sein können. Regierungsbeteiligung ist auch Garant für den Erfolg bei den Landtagswahlen in Niederösterreich, Tirol, Kärnten und Salzburg.
müssen wir Österreicher sein, denn wir sind unserer Heimat verpflichtet und den Menschen im Wort. Sehr geehrte Damen und Herren, Applaus darf natürlich sein. Aber jetzt, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, begrüßen wir ihn mit einem riesengroßen Applaus, unseren Vizekanzler, unseren Bundesparteiobmann, begrüßen wir H.C. Strache! Grüß Gott. Ich muss leider Gottes festhalten, mich hat leider die Kälte erwischt. Ihr hört es an meiner Stimme. Etwas heiser, aber ich sage, sie wird kraftvoll genug sein für heute. Ich freue mich wahnsinnig über diese großartige Stimmung, die heute hier bei uns im Neujahrstreffen hier in Vösendorf der Fall ist und dass Sie alle heute hierher gekommen sind. Ich wünsche allen, die hier bei uns sind und auch live unsere Neujahrsveranstaltung heute sehen, ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2018 und vor allen Dingen Gesundheit. Und ich sage, es wird ein gutes Jahr. Nicht nur für uns Freiheitliche, sondern ein gutes Jahr für die österreichische Bevölkerung, liebe Freunde. Denn diese neue Regierung hat in 3 Wochen schon mehr weitergebracht als die Sozialisten die letzten 12 Jahre. Das ist unsere Arbeitseinstellung. Und ja, wir halten unsere Versprechen. Denn das ist unser Grundsatz. Als freiheitlicher Verantwortungsträger für die österreichische Bevölkerung ist der Grundsatz ganz klar. Wir haben der eigenen österreichischen Bevölkerung zu dienen. Und genau das werden wir in dieser Regierungsverantwortung auch tun, liebe Freunde. Und das möchte ich auch gleich am Anfang gewissen Medien und politischen Mitbewerbern mitgeben, was da teilweise für Gruselromane in den letzten Wochen medial verbreitet und zum Besten gegeben worden sind. Also da kann man sich nur wundern. Ja? Da hätte man ja fast glauben können, dass sich ab jetzt alle Arbeitnehmer 24 Stunden am Tag in irgendwelchen Salzbergwerken befinden und gar nicht da sein können, ne? Wenn man sich da diese Gruselromane der Regierung anschaut und beziehungsweise der Opposition und der Medien. Denn was haben wir hier programmatisch vor? Wenn es um die Arbeitszeitflexibilisierung geht, liebe Freunde, dann stehen wir zum gesetzlich festgelegten 8-Stunden-Arbeitstag. Dann stehen wir zur gesetzlich festgelegten 40-Stunden-Woche. Aber wir machen es möglich, dass jeder Arbeitnehmer und Angestellte, der mehr verdienen will, auch länger arbeiten kann. Und dass jeder Bauarbeiter und jeder Kellner, der von Montag bis Donnerstag 40 Stunden abarbeiten will, das können soll, damit er Freitag, Samstag, Sonntag bei seiner Familie sein kann und mehr Zeit für seine Kinder haben will. Das nennt man freiwillige Arbeitsflexibilisierung. Und das ist sogar im Programm A vom Herrn Kern gestanden, der das selbst gefordert hat. Und jetzt, wo wir es umsetzen, dürfte er ein bisschen grantig sein, ne? Der Herr Kern. Ja?
die Prinzessin muss sich noch die Krone richten, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Die ein bisschen verrutscht ist. Aber auch daran wird er sich noch gewöhnen, der Herr Kerr. Aber ich sage, was da alles so in der letzten Zeit an Verdrehungen, an bewussten Falschdarstellungen, ja, man kann es auch Diffamierungen und bewusste Unwahrheiten bezeichnen, da hat man den Eindruck, die SPÖ hat den Herrn Silberstein nach wie vor unter Vertrag. Anders kann man das gar nicht titulieren. Wie da mit Unwahrheiten operiert wird und wie man versucht, Ängste bei der österreichischen Bevölkerung künstlich zu schaffen und zu erzeugen, das ist wirklich schäbig. Und ich sage, die Sozialisten tun sich damit keinen Gefallen. Die sind die letzten 12 Jahre gescheitert und die haben eine soziale Kälte hinterlassen. Wir werden soziale Wärme, Verantwortung, Gerechtigkeit und Fairness in unserem Land zurückbringen. Und so gesehen muss man auch festhalten, ja, das sind ja richtige Jammersozialisten, mit denen wir es heute zu tun haben. Ne? Richtige Jammersozialisten, die da am Werk sind, wo alles schlecht gemacht wird, was wir jetzt an guten und richtigen Dingen umsetzen. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten gleich am Beginn unserer Regierungsverantwortung 3 große Leitlinien festgelegt. Die Leitlinie Nummer 1, wir entlasten die arbeitenden Menschen. Und zwar alle Menschen, die arbeiten, werden entlastet. Wir sparen im System. Wir gehen verantwortungsvoll mit den Steuergeldern der Österreicher um. Wir sparen bei uns in den Ressorts. Dort wird gespart. Wir sparen bei den öffentlichen Subventionen, wo wir eine Transparenzdatenbank sicherstellen werden, um Doppel- und Dreifachförderungen und Missbrauch abzustellen. Aber wir entlasten die Menschen. Das ist das entscheidende Element. Und der erste Schritt war gleich, die kleinen und mittleren Einkommensschichten ganz konkret zu entlasten. Nämlich jene Einkommensschichten, die mit 1.348 Euro brutto, das sind ein bisschen unter 1.100 Euro netto im Monat, bis 1.948 Euro brutto, das sind in etwa 1.600 Euro netto im Monat, die in Zukunft bei der Arbeitslosenversicherung entlastet werden und durchschnittlich im Jahr 320 Euro mehr haben, liebe Freunde. Und das ist nur ein erster Schritt, aber dazu waren die Sozialisten 12 Jahre nicht imstande, liebe Freunde, und regen sich heute auf. Die sind es den Menschen leidig, dass sie heute mehr bekommen durch diese neue Bundesregierung. Und das zeigt schon ein Sittenbild auf. Wir entlasten die österreichische Bevölkerung weiter, indem wir jetzt konsequenterweise, nachdem wir schon vor geraumer Zeit das Kinderbetreuungsgeld zu Recht gefordert haben, wofür man uns verurteilt hat und dann später hat man das Kindergeld eingeführt. Und das ist der rote Faden unserer freiheitlichen Familienpolitik. Wir sind eine Familienpartei und wir haben auch dieses Wahlversprechen umgesetzt, indem jetzt die österreichischen Familien in Zukunft, alle Arbeitnehmer, die auch Kinder haben, in Zukunft 1.500 Euro pro Jahr und pro Kind auch steuerlich abschreiben werden können, liebe Freunde. Und auch alle Alleinerzieherinnen, die geringfügig beschäftigt sind, auch mit dem Absetzbetrag und mit der Negativsteuer entlastet werden, liebe Freunde. Das ist eine Familienpolitik, die man sich nur wünschen kann. Und ein Meilenstein der Zweiten Republik. Und ja, wir werden weiter entlastet. Ja, die Pensionisten, auch die gehören entlastet. Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben, wo die letzten 12 Jahre nicht wirklich etwas passiert ist. Wo Menschen, die über 40 Jahre gearbeitet haben und in das System eingezahlt haben, Sozialversicherungsbeiträge. Jeder, der mehr als 40 Jahre gearbeitet hat, dem werden wir 1.200 Euro Nettopension pro Monat sicherstellen, liebe Freunde, weil das verdienen diese Menschen, die geschuftet und gearbeitet haben und hier die letzten Jahre im Spiel gelassen werden. Und ja,
auch für jene, die weniger Versicherungsleistungen zustande gebracht haben, wird es Erhöhungen geben im Pensionsbereich. Weil es notwendig ist, weil wir eine Verantwortung haben, dass man am Lebensabend mit seiner Pension auch sein Leben sich leisten kann, liebe Freunde. Ja, und wir werden auch die Pflegegeldbezieher, die Ärmsten der Armen, entlasten, weil die unsere Hilfe brauchen und unschuldig in Not gekommen sind. Und da werden wir beim Pflegegeld eine Erhöhung sicherstellen und ganz besonders ab der Pflegestufe 4 für jene, die wirklich in einer Situation sind, dass teilweise die Angehörigen rund um die Uhr für eine Pflegebetreuung sorgen müssen. Die brauchen unsere Hilfe, weil wir die Ärmsten der Armen in der Gesellschaft nicht im Stich lassen. Ja, das sind erste Entlastungsschritte, die wir setzen werden. Schon in wenigen Wochen, in den ersten drei Wochen unserer Regierungsverantwortung sind wir an die Arbeit herangegangen, haben in die Hände gespuckt und haben gezeigt, was schon in den ersten drei Wochen möglich sein kann an richtigen und positiven Entwicklungen. Aber das wird ein langer, steiniger Weg, wie heute gesagt wurde. Wir können nicht Fehlentwicklungen der letzten 12 Jahre in wenigen Wochen korrigieren, sondern das wird Schritt für Schritt, Woche für Woche diese Regierungsperiode in den kommenden 5 Jahren von uns abgearbeitet. Auch Rom wurde nicht am ersten Tag erbaut. Wir sind uns dieser Verantwortung und auch der schweren Aufgabe bewusst. Aber all die Steine, die man uns die letzten 12 Jahre in den Weg gelegt hat, die haben wir genommen und dafür und damit eine Straße gebaut, auf der wir heute dorthin gekommen sind, wo wir stehen, liebe Freunde. Und das ist noch lange nicht das Ziel für unsere Heimat Österreich, liebe Freunde. Wir werden jeden Tag mit harter Arbeit, mit Einsatz für die eigene Bevölkerung uns immer wieder aufs Neue zu bestätigen haben. Dieser Verantwortung werden wir gerecht. Liebe Freunde, ja, wir halten, was wir versprechen und vor der Wahl versprochen haben. Und nein, liebe rot-grüne Medien, wir haben keine rot-grüne Politik versprochen und wir werden auch keine rot-grüne Politik machen. Wir arbeiten für die Österreicher und nicht für den Falter oder den österreichischen Rotfunk, liebe Freunde. Ich wundere mich, dass die das bis heute nicht verstanden haben. Wir sind eine rot-weiß-rote Arbeitsregierung mit freiheitlichem Herz und Hirn, vielleicht nicht immer perfekt, denn dort, wo Menschen arbeiten, passieren natürlich auch Fehler. Und Fehler muss man eingestehen. Da sind wir nicht immer perfekt, aber wir arbeiten mit hundertprozentigem Einsatz für die österreichische Bevölkerung mit sozialer Verantwortung und Fairness und Gerechtigkeit. Liebe Freunde, genau das ist es, was uns auszeichnet. Und wenn man dann die Jammer-Sozialisten hernimmt, dann müsste man eigentlich sagen, der SPÖ-Chef Kern, der müsste seit 3 Wochen tagtäglich eine Pressekonferenz geben und diese neue Bundesregierung loben für ihre Arbeit und ihre Umsetzung aus Steuerentlastung, Anpassung der Familienbeihilfe im Ausland, Arbeitsflexibilisierung und Entlastung der Familien im Allgemeinen betrifft. Eigentlich müsste fast jede Regierungspressekonferenz mit heute ist ein großer Tag für Christian Kern und die SPÖ beginnen, liebe Freunde, denn nach einem Jahrzehnt SPÖ-Blockade werden endlich langjährige SPÖ-Forderungen von uns in der Regierung durchgesetzt. Und das zeigt die Qualität. Und da ist natürlich der Herr Kern grantig. Da ist natürlich die SPÖ grantig. Und eigentlich sollte der Herr Kern bei mir anrufen und nachfragen, Herr Strache, wie machen Sie das? 12 Jahre fordern wir als Sozialisten Entlastungen und haben immer nur neue Steuern und Steuererhöhungen und Gebührenerhöhungen zustande gebracht. Herr Strache, wie schaffen Sie das, nachdem wir 12 Jahre behauptet haben, die ÖVP blockiert alle unsere Forderungen, dass Sie es geschafft haben, dass die ÖVP plötzlich all ihren freiheitlichen Forderungen zur Entlastung auf Stand gibt. Und ich sage genau, das ist die Realität. Und
Stattdessen übt die SPÖ ihre neue Rolle als die Jammersozialisten und der Oberjammerer ist der Herr Kern. Ne? Man sieht es ja auch in seinem Gesichtsausdruck, die Frustration. Ne? Der kürzeste Kanzler in der Geschichte der Zweiten Republik, aber nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund, weil alle diese leeren Marketingluft lassen, die er schon als Regierungschef und auch jetzt in der Opposition zum Besten gegeben hat, den Menschen die Wahrheit beim Hals rausfällt. Und das ist die Wahrheit. Und ich sage, der Herr Kern sollte eigentlich in sich gehen und einmal wirklich hier Selbstreflexion leben. Und es den Menschen nicht neidig sein, dass wir sie entlasten. Denn genau das wird ja jetzt sichtbar. Ne? Er kritisiert, dass wir die niedrigen und mittleren Einkommensschichten bei der Arbeitslosenversicherung entlasten. Das kritisiert er. Und jammert und sagt ja auch Unwahrheiten, die er da zum Besten gibt. Er ist jemand, der jammert, weil wir 900.000 Arbeitnehmer mehr Geld geben. 900.000 Arbeitnehmer sind davon betroffen. Er kritisiert das. Er gönnt diesen Menschen die Entlastung nicht. Er kritisiert, dass wir 700.000 Familien mit über 1,2 Millionen Kindern mit unserer Familiensteuerentlastung entlasten werden. Er gönnt diesen Familien und Kindern die Entlastung nicht. Ich sage, so viel Neid, die Sozialisten da jeden Tag zum Besten geben, dafür soll sie sich genieren. Das ist soziale Kälte. So eine Neidgesellschaft, die da von den Sozialisten mit ihrer fleißigen Menschen zum Besten geben. Und ja, wir stehen für ein soziales, starkes Netz in Österreich, denn die Menschen brauchen ein soziales Netz. Und wer gearbeitet hat und eingezahlt hat in das System und dann unschuldig in eine Notsituation kommt, dafür verbürge ich mich. Menschen, die unschuldig in eine Notsituation kommen, unschuldig arbeitslos werden, arbeiten wollen, aber keine Arbeit finden oder aus Krankheitsgründen nicht mehr arbeiten können, die lassen wir niemals im Stich, liebe Freunde. Das ist mein Versprechen. Und jeder, der hart gearbeitet hat und da lange auch in das System eingezahlt hat und dann nach 30 Jahren arbeitslos wird, arbeiten will, aber keinen Job bekommt, da werden wir mit Arbeitsmarkt, mit dem Arbeitsmarktservice und mit unserer Sozialministerin alle Maßnahmen setzen, um eine Wiedereingliederung in die Arbeitswelt zustande zu bringen. Und diese Menschen werden in Zukunft bei einem Arbeitslosengeld neu mehr Arbeitslosengeld als heute erhalten, liebe Freunde, und auch länger, liebe Freunde, als heute. Das ist unser gerechter Ansatz. Und niemand, der jahrzehntelang gearbeitet hat und ins System eingezahlt hat und unschuldig zum Handkuss kommt, muss befürchten, dass auf sein Vermögen in Zukunft zugegriffen werden wird. Dafür stehen wir gerade, liebe Freunde. Aber die Sozialschmarotzer, die sich richten, die glauben, auf Kosten der Allgemeinheit ein Leben lang das Handeln aufhalten zu können, ohne eine Arbeitsbereitschaft zu haben. Das werden wir abstellen, liebe Freunde, weil das nicht fair und nicht gerecht ist. Genau darum geht es. So gesehen, liebe Freunde, kann man heute mit Fug und Recht sagen, Bruno Kreisky würde heute HC Strache und die FPÖ wählen, ich sag's euch. Das ist die Realität. Denn auf uns kann man sich verlassen als soziale Heimatpartei. Und genau das ist es. Und wir werden daher das einhalten, was wir versprochen haben und keine rot-grüne Politik machen. Und da darf sich der Falter, der Standard und der Rotfunk auch nicht wundern. Wir sind, wie gesagt, den Menschen im Wort. Das ist auch der Auftrag, der am 15. Oktober 2017 demokratisch bei der Wahl gesetzt worden ist.
Die SPÖ mit dem Ex-Bundeskanzler Kern hat eine klare Absage erhalten. Weil sie gescheitert sind. Weil man nur gestritten hat in einer Zusammenarbeit innerhalb der Regierung und nur sich gegenseitig Unfeindlichkeiten ausgerichtet hat und dem anderen Hackel ins Kreuz geschmissen hat. Das werden wir anders handhaben. Und ich bin nicht umsonst der Ältere in der Bundesregierung. Gerade als Älterer hat man den Anstand, auch dem Partner gegenüber mit Respekt zu begegnen. Und das tun wir in dieser Regierungspartnerschaft. Und ja, Weihnachten, Ostern und Geburtstag. Alle Termine sind auch am 15. Oktober zusammengefallen. Die Grünen wurden aus dem Parlament gewählt. Ne? Und ihr erinnert euch, wir haben im Rahmen der Puls-4-Diskussion damals schon mit der Spitzenkandidatin Eva, also nicht Eva, das war die ehemalige Opfer, sondern mit der Lunacek eine sehr, sehr offene Diskussion geführt. Habe ja auch ordnungsgemäß ein Bild von der Eva Klawischnik zur Erinnerung mitgebracht an bessere Zeiten. Das war schon ein bisschen so ein Vorblick auf den 15. Oktober. Und habe ja auch damals sehr ernsthaft gesagt, dass die Grünen mit ihrer hasszerfressenen Politik gegenüber Andersdenkenden sich auf dem falschen Weg befinden und dass keine Unterstützung durch die österreichische Bevölkerung erfahren. Und genau das ist passiert. Wer permanent mit solchen Untergriffen, mit solchen hetzerischen Methoden und auch teilweise mit permanenten Demonstrationsaufrufen gegen Andersdenkende operiert, der hat so viel negative Energie, dass ich heute die Menschen das satt habe. Und das war die Abrechnung, die mit den Grünen erfolgt ist. Und dann gibt es noch die NEOS, das ist diese Kleinstpartei da im Parlament, die eigentlich nichts dazu gewonnen hat und in Wahrheit ja, ein ähnliches Schicksal wie das Liberale Forum auch in Zukunft erleben wird. Aber das war die Ausgangsposition. Und ich sage, was da geschehen ist, ist ein demokratiepolitischer Auftrag gewesen. Aber es ist auch demokratiepolitische Normalität, die passiert ist. Nämlich ein Regierungswechsel gehört zur demokratiepolitischen Normalität. Und das ist im Bund genauso normal, wie das auch auf Landesebene der Fall ist. Und ich darf daher den niederösterreichischen Spitzenkandidaten Udo Landbauer eine vollste Unterstützung zusichern. Lieber Udo, liebe SPÖ Niederösterreich, ich bin sicher, dass die absolute Mehrheit der ÖVP in Niederösterreich getroffen wird und dass wir deutlich zulegen werden. Denn was ist denn die Ausgangsposition? Ich lade alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher ein, hier ein Stück des Weges mit uns Freiheitlichen zu gehen. Es ist nicht die Frage in Niederösterreich, wer wird die kommende Landeshauptfrau. Das steht bereits fest. Es steht fest, dass die ÖVP stärkste Kraft in Niederösterreich werden wird. Es steht fest, dass die stärkste Kraft in Niederösterreich die ÖVP sein wird. Und es steht fest, dass die stärkste Kraft das selbstverständlich den Anspruch auf den Landeshauptmann, sprich Landeshauptfrau, haben wird. Das steht fest. Aber was nicht passieren darf, ist, dass die ÖVP vielleicht dann, so wie in Tirol oder anderswo, mit den Grünen eine Koalition bildet. Und deshalb braucht es jede Stimme für die FPÖ in Niederösterreich, dass auch dort wir so stark werden, dass die ÖVP mit uns verhandeln und in Zukunft zusammenarbeiten muss. Das ist der Auftrag auch für Niederösterreich. Und ich bin guter Dinge, dass hier viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher genau aus diesem Grund diese Sicherheit haben zu wollen, dass auch endlich in Niederösterreich die Strukturen aufgebrochen werden und einmal für die Menschen wirklich mehr weitergeht, dass das auch dazu führen wird, dass lieber Udo
du es schaffen wirst, das historisch beste Ergebnis in der Geschichte der FPÖ Niederösterreich bei den Landtagswahlen zu erreichen. Glück auf! Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, eine Regierung ist keine Erbpacht. Und wenn man einmal verliert, das ist wie im Spitzensport, dann muss man das als Demokrat auch akzeptieren. Und dann muss man bei sich selbst ansetzen und die Größe haben, seine eigenen Fehler einzugestehen. Das ist die Frage des Anstands. Und ich denke, Herr Kern, diesen Anstand, den müssen Sie noch lernen. Und hören Sie bitte endlich auf mit Ihrer Wehleidigkeit. Anders kann man das nicht bezeichnen. Arbeiten Sie lieber für das Land. Bringen Sie sich ein. Ich lade hier und heute auch die SPÖ aus der Opposition heraus ein, uns gute, ernsthaft gute und ehrlich gemeinte Vorschläge auch auf den Tisch zu legen. Ich stehe nicht an, gute Vorschläge der Sozialdemokraten auch aufzugreifen. Aber Herr Kern, ich kann Sie nur warnen, bei jedem guten Vorschlag, den Sie uns geben, müssen Sie auch damit rechnen, dass ich ihn und wir Freiheitlichen umsetzen werden, im Unterschied zu Ihnen. Das ist der Wesentliche. Klar sein, dass es viele, viele kleine Schritte brauchen wird in den nächsten 5 Jahren, damit wir dann am Ende einer Regierungsperiode als freiheitliche Partei auch am Gipfel angekommen sind. Und ich sage das aus vollstem Bewusstsein. Wir haben in der Vergangenheit bereits Regierungsverantwortlichkeiten erlebt. Aber jeder, der jetzt aufmerksam die Entstehung der aktuellen Regierungsbeteiligung von uns Freiheitlichen beobachtet hat, der konnte eines merken. Wir sind aus einem anderen Holz geschnitzt. Wir haben bereits bei den Verhandlungen ganz klar gezeigt, dass man uns nicht über den Tisch ziehen kann. Wir haben 75% unserer freiheitlichen Kernthemen und freiheitlichen Forderungen in das Regierungsprogramm hineinverhandelt. Wir haben ganz, ganz wesentliche Ressorts für uns herausverhandelt. Darauf können wir stolz sein. Und ich als Parteichef habe nicht die Verantwortung jemand anderen übertragen und gesagt, geh du voran. Nein, ich bin selbst bereit gewesen, Verantwortung zu tragen und zu übernehmen. Und ich stehe zu dieser Regierungsverantwortung. Das unterscheidet uns von Vorgängern. Und ich sage daher, der Anspruch ist es, mit aufrichtiger, konsequenter, ehrlicher Arbeit für die österreichische Bevölkerung nach 5 Jahren auch eine Bestätigung zu erfahren. Die Bestätigung beginnt im Jänner mit der ersten Landtagswahl in Niederösterreich. Die setzt sich fort bei der Landtagswahl in Kärnten. Die setzt sich fort in Tirol und in Salzburg. Und ich sage ja, wir wollen die nächsten 4 Landtagswahlen gewinnen. Und wir werden sie gewinnen, liebe Freunde, weil wir die ehrlichste Politik in Österreich. Ich freue mich daher auch, unsere neue Generalsekretärin, die Landesobfrau aus Salzburg, Marlene Svanzek, besonders hervorheben zu dürfen. Sie wird neben Harald Wilimski eine exzellente Generalsekretärin sein. Sie ist eine unserer größten Zukunftshoffnungen. Und ich sage, liebe Marlene, wenn du so bodenständig bleibst, wie du bist, dann wirst du einen ganz, ganz großen Weg vor dir haben. Glück auf! Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, zurück zur Regierungsarbeit. Ich habe von Beginn an gesagt,
Wir können und wollen gar nicht alles anders machen in Österreich. Aber unser Anspruch ist es, vieles besser zu machen. Überall an den richtigen Schrauben zu drehen, dass dieses Schiff Österreich, das behäbig ist, 12 Jahre in eine falsche Richtung geführt wurde, endlich wieder auf Kurs gebracht wird und Schritt für Schritt die Menschen die Verbesserungen auch spüren und wahrnehmen. Und das wird da und dort auch bedeuten, dass man natürlich konsequent an die Sache heranzugehen hat. Und genau mit dieser Konsequenz, aber auch mit der großen Demut, gehen wir an diese Arbeit heran, der österreichischen Bevölkerung zu dienen. Und wir haben ein Team, das zwar heute schon vorgestellt wurde, das ich aber noch einmal besonders hervorheben möchte, weil es ein hervorragendes Team und eine hervorragende Mannschaft ist. Mit unserem Super Mario, dem Mario Kunasek als Verteidigungsminister, haben wir jemanden, der von der Pike auf als Stabsunteroffizier viele Jahre in einem Grazer Regiment auch gedient hat. Er kennt das Bundesheer von der Pike auf und er ist ein ganzer herzlicher, bodenständiger Bursch. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Er hat als Nachfolger auch von Gerhard Kurzmann, der große Vorarbeit geleistet hat, die Landesgruppe Steiermark dorthin geführt, wo sie heute steht. Und ich sage, lieber Mario, du wirst eine exzellente Arbeit als Verteidigungsminister leisten, weil du zu diesem Bundesheer, zur Neutralität und zur Landesverteidigung, zur Allumfassenden auch stehst. Und ich sage, ich glaube fest daran, dass bei der kommenden Landtagswahl in der Steiermark im Jahr 2020 du auch die Chance haben wirst, der erste freiheitliche Landeshauptmann in der Steiermark zu werden. Viel Kraft, lieber Mario. Mit unserer Ministerin Magister Beate Hartinger-Klein eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Fachfrau, eine Spezialistin, wo man ruhigen Gewissen sagen kann, es gibt kaum eine andere, die so in das österreichische Gesundheitswesen eingearbeitet ist und sich hier wirklich exzellent auskennt. Als ehemalige Geschäftsführerin und später eben auch als stellvertretende Generaldirektorin im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger befasste sie sich mit den vertraglichen Beziehungen der Sozialversicherung zu Ärzten, Apotheken und pharmazeutischen Unternehmen. Und sie hat diese soziale Wärme und soziale Intelligenz, die es gerade in diesem wichtigen Gesundheits-, Arbeits- und Sozialressort auch braucht. Liebe Beate, danke, dass du an Bord bist. Danke auch für die gute Teamzusammenarbeit. Wir werden gemeinsam hier auch für die soziale Verantwortlichkeit auch Sorge tragen. Danke dir. Unser Staatssekretär für Finanzen, ja, der schlaue Fuchs, ja, ein Vierfach-Akademiker, ein Magister, Magister, Doktor, Doktor, ja, unglaublich, hat, ist ein ausgezeichneter Fachmann im Bereich der Finanzen und auch Steuern. Er hat also ein enormes Fachwissen und hat zudem in mehreren Publikationen zum Thema Steuerrecht einiges veröffentlicht. Ja. Also dieses fürchterliche österreichische Steuerrecht, dieses dicke, unlesbare Buch, ja, hat er schreiben müssen. Aber er wird dafür Sorge tragen, dass dieses dicke, unleserliche und nicht mehr umsetzbare Steuerwerk endlich dünner gemacht werden wird durch eine richtige Steuerreform und Verschlankung dieser vielen, vielen unsinnigen Gesetze, die es dort gibt, lieber Robert. Danke für deine exzellente Facharbeit auch im Finanzministerium. Über unseren Norbert Hofer brauche ich ja nicht wirklich viel erzählen. Ein Urgestein, ein treuer Begleiter der ersten Stunde. Er war einer der ersten im Jahr 2005, als wir diese schwierige Situation in unserer Familie erlebt haben, der sofort zum Hörer gegriffen hat und gesagt hat, Heinz, du kannst dich auf mich verlassen. Ich werde mit dir den Zukunftsweg beschreiten und wir werden die Freiheitliche Partei gemeinsam retten.
und wieder zu einer bedeutenden Kraft aufbauen. Gerade das Amt des Infrastrukturministers ist dem Norbert auf den Leib geschrieben und ich sage, großartig, wie du auch die ersten Wochen bereits dort aufs Tempo gedrückt hast. Alles, alles Gute, lieber Norbert. Unsere unabhängige Außenministerin, Frau Dr. Karin Kneißl, ja, wir sind stolz darauf, eine unabhängige Außenministerin zu haben, weil das auch der Tradition Bruno Kreiskis entspricht. Aber auch ist diese Tradition durchbrochen worden. Wir sind stolz darauf, eine unabhängige Außenministerin zu haben, die zur österreichischen Neutralität steht, die sich als Brückenbauerin im wahrsten Sinne des Wortes auch bezeichnet und die nach ihrem Studium der Rechtswissenschaften und Ausbildungen an der Hebräischen Universität von Jerusalem und arabischen Studien in Washington, dann kann man schon eines erkennen, sie versteht mit Sicherheit am besten, wie es um die Krisenherde im Nahen Osten aussieht und wie man sich dort auch entsprechend vielleicht vermittelnd einbringen kann. Ich sage Karin, ein herzliches Glück auf, danke für deinen Einsatz für die Republik und deine außenpolitische Arbeit. Zu guter Letzt in der Regierungsmannschaft unser einzigartiger Herbert Kickl, unser Innenminister, der erste freiheitliche Innenminister der Zweiten Republik. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass das Wohl der Menschen ihm ganz besonders am Herzen liegt und er für eine moderne, effiziente Sicherheits- und Zuwanderungspolitik auch steht und das sehr, sehr konsequent auch ist, wenn es darum geht, den Missbrauch, Fehlentwicklungen in diesem Bereich abzustellen. Was aber auch die letzten Tage sichtbar geworden ist, ist die Art und Weise, auch teilweise der Medien, wie man hier in einer unverantwortlichen Art und Weise auch gegen uns da oder dort mit Verdrehungen oder bewussten, bösartigen, falschen Interpretationen tätig geworden ist. Ich kann nur sagen, ich ersuche auch alle Medienvertreter und Oppositionsvertreter, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Interpretation von Begriffen zu leben und nicht fatal an den Haaren herbeigezogene Vergleiche zu ziehen, die unredlich sind. Das ist mein Versuch. Liebe Freunde, zusammen für unser Österreich, das ist das Motto, das in unserem Regierungsprogramm steht und unter zusammen verstehe ich selbstverständlich den respektvollen Umgang miteinander, dieses unsinnige Hickhack, diesen Streit der ehemaligen Regierungsparteien untereinander eben nicht fortzusetzen. Ich verstehe darunter, dass Persönlichkeiten zusammensitzen, die sich einerseits gegenseitige Wertschätzung gegenüberbringen, da oder dort, wo es Unterschiede gibt, denn die gibt es natürlich in dieser Partnerschaft, diese inhaltlichen Unterschiede intern und nach innen engagiert auszudiskutieren, durchzustreiten und dann, wenn man sich zusammengestritten hat und eine gemeinsame Lösung für Österreich auch gefunden hat, diese gemeinsam in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist unser Verständnis von einer qualitätsvollen Zusammenarbeit und dazu gehört natürlich auch die menschliche Qualität und Kompetenz, dass man eben anständig miteinander umgeht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, keine der beiden Regierungsparteien hat die absolute Mehrheit. Hätten wir die absolute Mehrheit, naja, dann könnten wir es mit der Orban machen. Ja? Aber die haben wir, liebe Freunde. Und daher ist es wichtig, auch zu erfassen und zu erkennen, dass es notwendig ist, da oder dort natürlich auch Abstriche zu machen.
Sonst könnten wir die vielen positiven freiheitlichen Programmpunkte, die wir im Regierungsprogramm haben, nicht durchsetzen. Sonst hätten wir eine Fortsetzung von Rot-Schwarz erlebt, wo zu Recht die österreichische Bevölkerung gesagt hätte, das können wir euch nicht verzeihen, wozu haben wir euch unsere Stimme gegeben. Und genau das war auch unsere Verantwortung, hier die Regierungsverhandlungen so zu führen, dass wir sie nicht platzen lassen, weil wir vielleicht in einem wesentlichen Thema uns nicht durchsetzen konnten. Das habe ich sehr offen und ehrlich gesagt. CETA war eine rote Linie für die ÖVP. Die Konsequenz wäre gewesen, dass wenn wir mit CETA die Regierungsverhandlungen abgebrochen hätten, dass alle guten freiheitlichen Kernforderungen, die wir heute im Regierungsprogramm haben, nicht umgesetzt werden. Und dass Rot und Schwarz weitergemacht hätten und die Altlast CETA trotzdem geblieben wäre. Und deshalb war es in der Verantwortung für uns wichtig, hier auch eine Abwägung zu treffen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die richtige Abwägung treffen. Goethe hat einmal gesagt, sein Jahrhundert kann man nicht verändern. Aber man kann sich dagegen stellen und glückliche Wirkungen vorbereiten. Solche glücklichen Wirkungen vorzubereiten, liebe Freunde, sehen wir als unsere Aufgabe. Und sicher liegt es in der Natur der politischen Dinge, dass es über diese Wirkungen und Ziele auch unterschiedliche Auffassungen gibt. Aber wir haben klare Positionen bezogen. Und uns ist es daher wichtig, auch gerade im Sicherheitsbereich sehr klar unsere Konturen in der Regierung zu legen. Und ich sage, das ist unser Anspruch, mehr Sicherheit für Österreich zu schaffen. Die Bürger unseres Landes mussten ja im Jahr 2015 ein staatspolitisches Versagen erleben, wo man nicht fähig und nicht bereit war, die europäischen Außengrenzen und auch nicht bereit war, die österreichischen Staatsgrenzen zu schützen und hier ein völliges Versagen der Fall gewesen ist. Da ist viel Vertrauen in die politischen Verantwortungsträger verloren gegangen, weil rote und schwarze Politiker die eigene Bevölkerung damals im Stich gelassen haben. Das wird unter unserer Regierungsbeteiligung niemals passieren, liebe Freunde, das garantiere ich. Illegale Zuwanderung nach Österreich stoppen. Wir werden, wenn es notwendig ist, die österreichischen Grenzen schützen und sichern. In kürzester Zeit wird der Innenminister, wenn es notwendig ist, auch die entsprechenden Maßnahmen setzen, dass innerhalb von 24 Stunden sollte eine Situation auftreten, auch innerhalb von 24 Stunden die Grenzen gesichert sind. Und es ist uns wichtig, dass wir auch die Exekutive bei all den neuen Herausforderungen, die es heute gibt, nicht im Stich lassen. Wir haben als freiheitliche Regierungsprogramm durchgesetzt, dass es in Zukunft 2100 neue zusätzliche Exekutivplanstellen geben wird, dass es zusätzliche Polizeischüler geben wird, dass endlich Polizei auf der Straße unterwegs sein wird, um die österreichische Bevölkerung in den Regionen zu schützen. Wir werden zum Rahmen des Beamtendienstgesetzes auch ein längst notwendiges Exekutivdienstgesetz schaffen, damit die Gehaltsstruktur der Polizisten und Exekutivbeamten gerechter wird, liebe Freunde. Wir werden mit unserem Innenminister Herbert Kickl sicherstellen, dass die Polizisten die entsprechende Rückendeckung im Kampf gegen das Verbrechen, aber auch die Terrorgefahren erhalten werden. Und ich bin davon überzeugt, dass mit den notwendigen Schritten, die der Innenminister im Kampf gegen den politischen Islam und Terrorismus einleitet, auch radikale islamistische Vereine und Moscheen ihr Treiben auf Dauer nicht mehr fortsetzen werden, liebe Freunde. Und genau das hat man auch von einem Innenminister zu erwarten. Nicht untätig zu sein,
sondern konsequent solchen gefährlichen Mechanismen auch entgegenzutreten. Er hat das jetzt erst vor wenigen Tagen schon unter Beweis gestellt. Als in Georgien ein IS-Terrorist, ein radikaler Islamist im Zuge eines Schusswechsels angeschossen wurde, hat der georgische Staat Kontakt mit Österreich aufgenommen und den Versuch gestartet, diesen verletzten IS-Terroristen nach Österreich einfliegen zu wollen, um hier am AKH in Wien eine ärztliche Versorgung in Anspruch zu nehmen. Der Innenminister Herbert Kickl konnte seinen Ohren kaum trauen, dass so ein Ansinnen überhaupt gestellt worden ist, und hat sehr klar und deutlich gesagt, wir werden sicherlich keinen IS-Terroristen nach Österreich einfliegen und hier behandeln. Höchstens seine Opfer, die er geschickt hat. Und das erwartet man auch von einem Verantwortungsträger, wenn es um solche Entscheidungen geht. Liebe Freunde, ja, das ist es. Sicherheit und Ordnung, das sind uns wichtige Grundanliegen, und wir wollen keine Unordnung und keine Unsicherheit in unserem Land. Und es gibt Gesetze, an die man sich zu halten hat. Und wer glaubt, hier zuwandern zu können und sich nicht an die Gesetze hält, dem werden wir auch in Zukunft klar machen, durch gesetzliche Verbesserungen, dass solche Herrschaften, die schwere Gewalttaten in Österreich begehen, auch unser Land konsequent zu verlassen haben, liebe Feinde. Ja, und es geht auch darum, dass wir klar und deutlich zwischen Zuwanderung, Asyl und Schutz auf Zeit für jene Menschen, die verfolgt werden, dass wir das klar trennen. Und wir werden Schritte in Richtung eines effizienten Asylwesens setzen und auch für eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylwerber Sorge tragen. Das sind rechtswidrig aufhältige Personen, und kein Bürger hat Verständnis dafür, dass da nicht endlich eine gesetzliche Umsetzung auch erfolgt. Liebe Freunde, die Migrationspolitik muss das Ziel haben, legale Migration ganz klar zu regeln, nach den Bedürfnissen Österreichs auszurichten, sowie illegale Migration wirksam zu bekämpfen und zu stoppen. Das ist der Anspruch, wenn wir heute auch sagen, dass es in Zukunft, wenn es Asylwerber gibt, dass diese auch im Rahmen ihrer Asylantragsprüfung in Zukunft in staatlichen Versorgungszentren unterzubringen sind. Warum? Damit nicht so wie heute private Organisationen und auch NGOs ein Geschäft mit dem Asylgeschäft betreiben auf Kosten der österreichischen Steuerzahler. Das ist ein falsches System. Wir haben unsere staatspolitische Verantwortung hier zu nehmen, die Versorgung während der Asylprüfung staatlich sicherzustellen, menschenwürdig und menschengerecht, und das auch entsprechend so umzusetzen. Und liebe Freunde, das ist unser Anspruch. Und wenn wir im Regierungsprogramm uns endlich auch durchgesetzt haben, dass die Mindestsicherung neu gestaltet wird, dass die Geldleistung für Asylberechtigte und Subsidiärschutzberechtigte in Zukunft auf 365 Euro Grundleistung reduziert wird, dann ist das der richtige Schritt, weil nicht einsehbar war, dass Menschen, die keine Stunde gearbeitet haben, genauso viel bekommen wie Österreicher, die 48 Euro Mindestsicherung oder am Ende. Das kann nicht sein. So gesehen ist es wichtig, dass wir uns hier durchgesetzt haben, dass in Zukunft Asylberechtigte auf 365 Euro Grundleistung reduziert werden. Und wenn sie eine besondere Integrationsleistung erleben, dann sollen sie zusätzlich einen Bonus von 155 Euro erhalten. Aber wichtig ist, dass dieser Anziehungseffekt der bisherigen Mindestsicherung, der sich in der Welt herumgesprochen hat, endlich abgestellt. Was ist denn heute der Fall gewesen die letzten Jahre? Viele Menschen sind aus wirtschaftlichen Gründen aufgebrochen, nach Österreich zu kommen, weil sich ja herumgesprochen hat, erst die Österreicher, die sind lustig,
Da kommst du, brauchst nicht einmal einen Pass. Alles kannst du verlieren, hauptsache dein Handy hast. Ja. Du kommst auch ohne Pass nach Österreich herein. Die glauben dir alles, jede Angabe wird dir geglaubt. Du kannst sogar behaupten, du bist 16, aber wenn du ausschaust, dass du wie ein 40-Jähriger, auch das ist kein Problem. Das wurde bis dato nicht überprüft. Das werden wir in Zukunft auch abstellen. In Zukunft wird es hier Untersuchungen, Altersuntersuchungen geben, damit so ein Betrug nicht mehr stattfinden kann. Und das hat sich ja herumgesprochen, dass man da ohne Pass kommen kann, Angaben gibt und gar nicht kontrollieren kann. Und dass man dann, wenn man nur ein bisschen da bleibt, irgendwann einmal ohne Arbeit sogar eine Mindestsicherung von 840 Euro bekommt. Die haben zu Hause angerufen, Bruder, Schwester, Onkel, Tante, Cousins, Cousinen, ne? Und haben gesagt, du, ich bin in Österreich, das ist super lustig da. Ne? Macht euch auf den Weg, ihr braucht euch dabei einen Pass, ihr müsst es nur daher schaffen und auf Dauer keine Arbeitsleistung, ihr kriegt diese Mindestsicherung. Ne? Das hat sich herumgesprochen. Das ist genau das System, wo natürlich hier dieser Missbrauch natürlich auch gefördert wird. Das ist unser Anspruch, solche Entwicklungen zu korrigieren und abzustellen. Und wir haben das Gleiche auch gemacht bei der Familienbeihilfe ins Ausland. Auch eine freiheitliche Forderung seit über 12 Jahren. Und wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir die volle Familienbeihilfe für österreichische Kinder, auch für Kinder zahlen, die gar nicht in Österreich leben, sondern im Ausland. Und hier werden wir mit der Indexierung der Familienbeihilfe ins Ausland dafür Sorge tragen, dass die Kosten und die Auszahlungen, die jeweiligen Unterhaltskosten angepasst werden. Wir werden in Zukunft 110 Millionen Euro uns im Jahr einsparen, die wir gleichzeitig sofort wieder zur Entlastung der österreichischen Bevölkerung einsetzen. Das ist die richtige Politik, Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Und ja, wir werden in dieser Regierung im Laufe der Periode, wenn wir die Effizienzsteigerungen auch im System umgesetzt haben und die Rücklagen gebildet haben, auch die große Steuerentlastung für alle Österreicherinnen und Österreicher umsetzen, wenn es darum geht, endlich die kalte Progression entsprechend auszugleichen und abzuschaffen. Wenn es darum geht, die Lohnnebenkosten zu senken, liebe Freunde. Wenn es darum geht, auch für jene Unternehmer, die wieder in den Standort investieren, die Kosten zu halbieren, liebe Freunde. Die große Steuerreform wird im Laufe der Periode kommen. Das ist unser Anspruch. Liebe Freunde, zum letzten Teil meiner heutigen Neujahrsansprache. Es ist wichtig auch klarzustellen, weil das immer wieder in der Öffentlichkeit auch falsch dargestellt wird, dass wir selbstverständlich als österreichische Patrioten auch leidenschaftliche und aufrichtige Europäer sind. Wir leben im Herzen Europas und wir stehen zu diesem europäischen Friedensprojekt. Wir haben vielleicht ein wenig andere Ansichten als andere politische Mitbewerber in Österreich, wenn es um die Verantwortung des europäischen Projekts geht, weil wir zu Recht gewisse Fehlentwicklungen, die in der Europäischen Union stattfinden, nämlich Entwicklungen in Richtung eines Zentralismus, zu Recht kritisieren. Und ich kann euch eins sagen, als österreichischer Patriot und aufrechter Europäer, der Europa im Herzen hat, ist es unsere Verantwortung, dort auch Flagge zu zeigen und Kritik zu üben, wo es Fehlentwicklungen in der Europäischen Union gibt. Und ich sage klar und deutlich, mit uns wird es keine Abschaffung der österreichischen Neutralität oder der österreichischen Souveränität geben. Wir werden für ein föderales, subsidiäres Europa kämpfen und gegen einen zentralistischen Bundesstaat. Das ist unsere Verantwortung auch in der Bundesregierung. Und hier sind wir das entsprechende Wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, natürlich
stehen wir zu all unseren Grundsätzen. Deutsch vor Schule, das haben wir in das Regierungsprogramm hineinverhandelt. Und Deutsch vor Schule heißt selbstverständlich deutsche Vorschulklassen für jene Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Das werden wir umsetzen. So steht es im Regierungsprogramm. Dieses gilt und nichts anderes. Und ja, wir sind der Garant in der Regierung, dass es niemals der Fall sein wird, dass die Türkei Mitglied in der Europäischen Union werden wird. Weil das nicht sein darf. Europäisches Nachbarschaftskonzept, aber keinen Beitritt zur Europäischen Union. Genau das haben wir auch sehr klar und deutlich im Regierungsprogramm definiert. Und liebe Freunde, wenn immer wieder der eine oder andere Journalist, Ministerinnen oder Minister von uns fragt, ob der Islam ein Teil Österreichs sei, dann kann ich es nur noch einmal erklärend beantworten. Islam und seine Kultur gehört nicht zu Österreich und ist kein Teil Österreichs. Aber viele muslimische Mitbürger gehören zu unserem Land und integrieren sich auch oftmals, leisten viel. Und sie sind Teil unseres Landes und wollen auch keine radikale politische Islamisierung, liebe Freunde. Ich habe heute nur ein paar Punkte aus unserem Regierungsprogramm herausgearbeitet, weil es sonst den Zeitrahmen sprengen würde. Aber es war mir wichtig, sichtbar zu machen, mit welcher Dynamik, mit welcher Konsequenz, mit welcher Kontinuität wir da auch in diese Regierungsverantwortung hineingegangen sind. Und wir werden daher die Ärmel jetzt aufkrempeln und jeden Tag hart für die österreichische Bevölkerung arbeiten und Woche für Woche im Ministerrat weitere Umsetzungsbeschlüsse auch treffen, damit man mit Fug und Recht dann auch in ein paar Jahren sagen kann, diese freiheitliche Partei hat in dieser Regierung Geschichte geschrieben. Das ist der Anspruch. Der Anspruch, positiv Geschichte weiterzuschreiben in der Verantwortung für unser wundervolles Heimatland Österreich. Und ich habe das immer wieder bei unzähligen Wahlkampfreden genauso definiert. Wir haben die Verantwortung unseren Kindern und Kindeskindern gegenüber, unseren Enkelkindern. Wir dürfen nicht weiter unsere Kinder und Enkelkinder mit einem Rucksack voll Steine beladen. Wir dürfen nicht weiter unser Land verschulden und unsere Kinder und Enkelkinder verschulden, die das einmal abzuarbeiten haben. Das wäre asoziale Politik und das war die asoziale Politik, die Sozialisten die letzten Jahrzehnte gelebt haben. Wir haben Verantwortung für unsere Kinder, eine soziale Politik so zu gestalten, keine neuen Schulden zu machen, so zu wirtschaften, dass dem Staat das Geld überbleibt, um die Menschen zu entlasten, dass sie weniger Steuern zahlen und sich endlich wieder mehr leisten können und mehr Netto von Brutto im Geldbeutel haben. Und das soll alle arbeitenden Menschen treffen, weil die es verdient haben. Liebe Freunde, Glück auf, sind wir stolz auf das, was wir schon erreicht haben, gehen wir mit Selbstbewusstsein und konsequenter Arbeit weiter voran. Ich bin stolz und bedanke mich bei euch für eure große Unterstützung. Ich kann euch nur versprechen, ich werde für euch immer da sein. Alles Gute. Wir alles. Lassen wir uns nicht beirren, halten wir zusammen, glauben wir an unsere Heimat.
Heimat. Glauben wir an uns, glauben wir an unsere Kraft und auf geht's in ein neues, wichtiges, entscheidendes politisches Jahr 2018. Immer wieder ist er rein.
euch bitte alle einmal umdrehen. Der Herr da hinten möchte ein schönes Foto alle von euch machen. Bitte ganz kurz alle einmal umdrehen. Das ist ein wunderschönes Bild. Und damit ihr auch alle drauf seid. Die Farbe. Und jetzt alle lachen. Alle lachen, das ist ganz wichtig.